wer sich auch in den Winter verirrt hat. Ziemlich weit weg von Lian und Darius. War das nicht ein Falke dort oben? Ich kann es nicht erkennen. Wer seid ihr? Ihr wart nicht unter den Flüchtlingen. Nein, ich gehöre nicht zu euren Schafen. Ich fliehe andere Mächte. Darius ist mein Name, Kartograf und Schreiber. Was kann ich für euch tun, Runenkrieger? Was gibt es, Freund? Vor wem seid ihr auf der Flucht? Einer meiner Brüder ist sehr zornig auf mich. Er ist ein guter Reiter und ich hoffe, dass er mich hier oben bei den Unsterblichen nicht suchen wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt ist die eure wichtiger. Ja, wir wussten bis dato nicht, dass Darius einen Bruder hat. Vor allem einer, der ihn bis ans Ende der Welt jagen würde, nur wegen irgendeiner Kleinigkeit. Ja, fragen wir mal über die Fjaldark. Neue Infos. Was wisst ihr über die Fjaldark? Sie sind die Prinzen der Finsternis. Sie waren die letzte Schöpfung Zarachs, bevor die dunklen Götter aus der Welt vertrieben wurden. Sie sind kein eigenes Volk, wie die anderen Kinder der Dunklen, sondern jeder von ihnen ist einzigartig und unsterblich. Einst führten sie die dunklen Heere im Sechsvölkerkrieg, und sie hätten das Licht niedergeworfen, wären nicht die Wächtergötter selbst herabgestiegen, um sie aufzuhalten. Die Fjaldark wurden besiegt und unter dem Tor der Könige tief unter der Erde in Bannketten geschlagen. Die Paladine der ehernen Falken wachten über ihren Bannschlaf. Doch es kam, wie es kommen musste. Kriege und dunkle Streiter zerstörten die Festen der Paladine. Heute stehen nur noch Ruinen davon. Man nennt diesen Ort die Klagenden Steine. Wie es scheint, hat die Konvokation die alten Kavernen geöffnet und ein Fjaldark konnte entfliehen. Nur einer? Oder mehrere? Es könnten mehr sein, viel mehr. Wir werden es früh genug erfahren, fürchte ich. Ja, die Klagenden Steine kennen wir ja auch schon. Da haben wir gegen die großen untoten Horden gekämpft. Waren doch die Klagenden Steine, jetzt bin ich mir auch gerade nicht sicher. Ja, was wisst ihr über Arin? Was wisst ihr über Arin? Der Sage nach kam er von den Grimwag-Bergen. Aber genau weiß es niemand. Er ist der einzige seiner Art, ein Drache von fast gottgleicher Macht. Seine Kälte tötet alles Leben in seinem Umfeld. Und so war er stets allein. Er hätte wohl die ganze Welt mit seinem Frost überzogen, wäre nicht die letzte Elfenkönigin aufgebrochen, um ihm die Stirn zu bieten. Ihr Lied gab ihr die Kraft, seiner Kälte zu widerstehen und auch sein Herz zu erwärmen. Seitdem sang sie dort unter dem Eis für den Winterdrachen, damit die Welt wieder einen Frühling erleben durfte. Wir streben nach neuen Erkenntnissen und hohen Schulen der Magie, aber die Kraft der Hoffnung und der Güte entschwindet aus unseren Herzen. Die Lieder der Götter sind vergessen. Ihre Stimme ist die letzte, die uns geblieben ist. Ja, gut. Jetzt wissen wir hier ein bisschen Bescheid, können uns noch weiter umgucken. Die Tore sind alle verschlossen. Ja, wir müssen wahrscheinlich erstmal mit jemandem reden. Oh, da hat sich noch jemand hierher verirrt. Hi, Flink. Ja, hier haben wir noch zwei Händler. Mal gucken. Mugwa groß! Mugwa weise! Mugwa machen Bäuche voll! Wir Mugwa dienen! Großer Mugwa! Großer Mugwa! Mhm. So, du hast Zeug, was wir noch lange nicht nutzen können. Och, eine dunkle Sichel. Wäre praktisch nett. Was ist mit dir? Oh, du verkaufst Ruhen. Gut, sortier die mal.
Ja, die Zwergarbeiterrune, die hätte ich gerne. Ich bin doof. Ja, die kaufen. Naja, okay. Also ja, ich weiß, dass es jetzt nächstes zu den Zwergen geht. Deswegen kaufe ich die Zwergarbeiterrune. Hallo, ihr dort! Holt mich hier raus! Hilfe! Ihr werdet wohl kaum ohne Grund dort sein. Ach, dieser Darius ist furchtbar kleinlich. Einen Mann wegen eines Buches einzusperren. Gebt mir doch einmal kurz eure Waffe, ja? Ihr habt Darius ein Buch gestohlen? Nein, nun, ich habe es ausgeliehen, um etwas nachzuschlagen. Ihr seid ein Dieb. Nein, ich würde nie etwas stehlen. Ich habe es nur... Ihr seid ein Dieb und ein Lügner. Also gut, hört zu. Ich habe das Buch verloren. Wenn ihr es für mich suchen und Darius zurückbringen könntet, würde mich der alte Kauz bestimmt wieder freilassen. Wo soll es denn sein? Ich glaube, irgendwo in der Nähe eines verfallenen Tempels hier in Tirganach. Genau weiß ich es nicht mehr. Richtung Westen vielleicht. Das ist sehr genau. Und ja, da sind jetzt Skelette aufgetaucht. Warte, haben wir das Buch nicht zufällig schon? Nein, haben wir nicht. Der Schatz aus Tiondria. Flickman Wind ist auf der Suche nach einem mystischen Land, das wohl Tiondria heißt. Genauer gesagt ist er wohl auf der Suche nach Reichtümern, die aus Tiondria kommen. Nämlich den sagenhaften Schatz des Zwergen Farnhard. Das Buch von Darius. Flickman Wind hat Darius eines seiner wertvollen Bücher geraubt. Nun sitzt er wohl verwahrt in einer Zelle in Tirganach. Darius bewahrt den einzigen Schlüssel dazu auf. Flick hat das Buch wohl auf seiner Flucht in der Nähe einiger Eiskreaturen verloren. Na, Eiskreaturen sind das nicht. Das ist böseres Zeug. Und ob ich mich damit gleich schon anlegen will, ist die andere gute Frage. Eine Winterwacht Bogenmaid steht da. Gibt es hier unten noch Händler? Also ja, da gibt es einen Händler und da gibt es auch noch zwei Händlerinnen und eine mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf. Du hast nichts, was uns was bringt. Was gibt es? Ihr seht aus wie eine Händlerin. Das mag sein, doch ich handle nicht mit Fremden, schon gar nicht mit euresgleichen. Okay, die ist nett zu uns. Oh, du verkaufst... Oh, verkaufst schöne Runen. Aber ja, eine Priesterrune haben wir schon. Wir haben nicht zufällig dieselbe, nein. Gut. Dann gucken wir uns die Händlerin noch an. Da drüben ist noch eine Händlerin, die wir uns angucken können. Also ihr Angebot, nicht sie selber. Fenner, ihr menschlicher Wache. Ja gut, ich habe noch jemanden hier so rumlatschen sehen, der ein bisschen, genau, vier Runde, die ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und ja, hier hinten können wir noch uns umgucken. So, du hast auch nur so einen Schnitzer durch und Elementarzauber, gut. Wer bist du? Was hast du uns zu sagen, wenn wir schon hier oben sind? Die Finsternis war schon immer ein Feind des Lebens. Aber nie war sie bereit, alles auszulöschen. Das ergibt doch keinen Sinn.
Die Imperialen folgen nur den Befehlen des Fjaldark. Wenn sie wüssten, was er wirklich plant, wer weiß, ob sie ihm noch folgen würden. Ja, es gibt auch Diener der Finsternis, die für das Leben ihres Volkes kämpfen und nicht für alte Schwüre. Wen meint ihr? Ein Ork ist gekommen. Er steht oben am Tor nach Frostfall. Er wagt sich nicht in die Stadt, aber ich habe gehört, dass er Hilfe sucht gegen die Imperialen. Geht doch einmal zu ihm. Die Weisheit des Ork-Schamanen mag uns nützen. Allerdings wird noch viel Schnee von den Bergen herabkommen, bis eine Elfe einem Ork vertraut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, dem sind wir ja schon begegnet. Ist eine neue Nebenquest. Knochenschnitzer. Aschgorg, ein Ork aus Miratur, bittet um Hilfe für seine Heimat. Sein altes Wissen mag euch im Tausch für eure Hilfe von Nutzen sein. Ein Ork ist nach... Ja, da steht was falsch. Sprecht mit Aschgorg in Tiergalach in der Nähe des Portals nach Frostfall. Ein Ork ist nach Miratur gekommen. Die Elfen haben euch aufgefordert, mit ihm zu sprechen, da sie selbst nicht mit einem Dunklen verhandeln wollen. Ihr findet ihn im Westen von Tiergalach am Portal nach Frostfall. Was ich übrigens sehr, sehr toll finde. Außer er steht natürlich da hinten in der Ecke, wo wir noch nicht waren. Oh, wir können ja mal ein bisschen selber laufen. Ja, was ist wirklich gerade fehlt in Tiergalach? Oh, Heilzauber. Also ja, Heilzauber fehlen uns jetzt nicht unbedingt und ich kann auch keinen von denen benutzen. Okay, da kommen wir nicht rum. Laufen wir halt wieder nochmal. Ja, was mir gerade fehlt in Tiergalach ist ein... Von denen hier. Das Einzige, was es hier direkt in der Stadt gibt, ist der große Stein. Also der Gottstein. Oh, man muss nur meckern. Da ist unser... Du verkaufst auch Bohnen. Oh ja, die da... Die sollten wir, wenn wir das Gold und das Level haben, unbedingt kaufen. Und du verkaufst dunkle Magie. Und du hier? Rüstung. Okay. Gut, dann reden wir jetzt mit der Hohenpriesterin, die wahrscheinlich... Wobei... Gucken wir erstmal, was der Ork will. Gucken wir erstmal, was der Ork will. Portal nach Miratur. Du siehst nicht unbedingt aus wie ein Ork-Schamane, aber stellen wir jetzt mal nicht in Frage. Kein Streit, Mensch! Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. So wie ich. Was treibt euch hierher, Ork? Ich suche Hilfe für Miratur. Im Austausch biete ich das Wissen der Knochenschmiede, das nie ein Lichtbeter vorher erlangt hat. Miratur? Was habt ihr mit diesem Sumpfloch zu schaffen? Dieses Sumpfloch ist meine Heimat, Mensch. Nachdem die Truppen der Winterwacht es verwüstet haben, stehen nun die Horden des Roten Imperiums in der Stadt. Wir gewährten dem Dunklen Unterschlupf. Einst waren die Fialdark unsere Herren, aber nun will mein Volk nur noch heimkehren. Seid ihr bereit, die Imperialen aus Miratur zu vertreiben? Ich werde nie die Elfen bitten. Ihr aber steht zwischen Licht und Schatten. Wenn ich euch helfe, werden uns eure Truppen beistehen? Ah, nein. Aber ich werde euch ein Geheimnis anvertrauen, das euch zu machtvollen Waffen und Panzern verhelfen wird. Wenn ihr den Preis dafür zahlt. Also gut, wir sehen uns in Miratur, Ork. Was für Waffen? Ihr glaubt an eure Bücher und die hohen Schulen der Magie,
Aber es gibt alte Kräfte in der Welt, die ihr längst vergessen habt. Dunkle Kräfte. Wie die Magie der Knochen. Denn die Knochen eines Wesens sind durchdrungen von seiner Kraft, die noch lange nach dem Tode weiterlebt und dort wartet, wieder entfacht zu werden. Dies werde ich dich lehren, Mensch. Aber später davon mehr. Okay. Questbuch hat sie aktualisiert. Die Imperialen halten die Insel und Stadt Miratur besetzt. Um sie zu betreiben, müssen sie ihren Anführer töten, der sich wahrscheinlich in der Stadt aufhält. Ja. Das werden wir jetzt garantiert nicht machen.